Hallo und herzlich willkommen bei Marokko aktuell. Ouarzazate wartet noch. Ouarzazate 5.9.2022. Weniger Flüge, weniger Touristinnen. Eine der schönsten Regionen Marokkos wartet immer noch auf den Aufschwung zurück zu der Zeit vor Corona. Während sich große Touristenmagnete wie Marrakesch und Agadir längst wieder erholt haben, liegt die Flugrate nach Ouarzazate nur noch bei 45%. Ouarzazate liegt mitten im hohen Atlasgebirge. Eine sehr traditionsreiche Stadt mit wunderschöner Kulisse, was natürlich sehr viele Filmproduktionen angelockt hat, zum Beispiel Gladiator und andere große Hollywood-Produktionen. Wer in Paris oder in der Nähe von Paris lebt, der kann mit 300 Euro hin und zurück nach Ouarzazate fliegen. Und das ist seit der Corona-Pandemie auch die einzige aus Europa fliegende Linie überhaupt. Und dadurch ist natürlich der Flugverkehr in Ouarzazate zurückgegangen. Die Königsstadt Marrakesch ist nicht weit weg von Ouarzazate. Es liegen 132 Kilometer Luftlinie zwischen ihnen, was gefahren 201 Kilometer sind. Trotzdem schafft man die Strecke lediglich in 3,5 Stunden, weil man über die N9, über die Nationalstraße fahren muss. Und hier sind keine hohen Geschwindigkeiten erlaubt, da es keine Autobahn ist. Die Tourismusexpertin Zubeyr Bouhout empfiehlt, den Inlandstourismus in Ouarzazate zu stärken. Allgemein boomt der Inlandstourismus in Marokko sehr. Die Menschen möchten gerne am Wochenende etwas erleben und auch in den Ferien. Es gibt viele Städte, die besucht werden, wie zum Beispiel Marrakesch, Essaouira und andere Küstenstädte. Aber viele dieser Städte haben in der Vergangenheit ihren Flair verloren. Mittlerweile sind diese Städte wie Marrakesch eine sehr traditionsreiche Stadt eigentlich, voll mit Rolls-Royce, SUVs und Modernität. Und wer gerne noch diese traditionellen, wunderschönen Kulissen erleben möchte, der hat dann natürlich Ouarzazate als eine der Alternativen für sich. Und ja, da der Tourismus in Marrakesch boomt, kann man diese Stadt Ouarzazate als Alternative anstreben, auch die Stadt Fez. Das wird sich auf jeden Fall in Zukunft zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.